Nun denn, liebe Freunde, der Tag geht zur Neige. Und es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen allen zu sagen, dass mir unsere Betriebsversammlungen mit den Jahren so lieb geworden sind wie Familientreffen. Es ist immer eine Freude, sich im Kreise ehrenwerter Kollegen zu wissen, die unserer Firma im Laufe der Jahre gute Dienste geleistet haben. Und ebenso froh stimmt mich der Blick in die Gesichter unseres vielversprechenden Nachwuchses. Sie sind unsere Zukunft. Ja, man kennt uns als erfolgreiche Firma. Aber in gleichem Maße sind wir auch eine Familie. Eine Familie tapferer Männer und Frauen, die an einem Strang ziehen, so wie es schon ihre Vorfahren getan haben. Im Geiste des amerikanischen Traums, im Geiste unseres stolzen Volkes, im Geiste des Fortschritts, im Geiste harter, ehrlicher Arbeit. Männer und Frauen, die einem gemeinsamen Ziel entgegenstreben und die mit ihren erstklassigen Dienstleistungen und hervorragenden Produkten den Wohlstand der Menschheit sichern und, ja, dabei auch gutes Geld verdienen. Und dafür werde ich mich nicht rechtfertigen. Genauso wenig werde ich mich für das großartige Wirtschaftssystem rechtfertigen, das wir in diesem freien Land haben. Wir sind angetreten, um unseren Wohlstand zu mehren. Und ich weiß, dass Sie alle und jeder einzelne von Ihnen fühlt wie ich. Wir haben diese Firma unter vielen Entbehrungen aufgebaut, aber jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Die Zukunft steht vor der Tür. Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und mit vereinter Kraft neue Märkte zu erobern. Ich fordere Sie auf, die überholten Strategien von gestern wegzuwerfen. Ich fordere Sie auf, sich von Ihren altmodischen Skrupeln zu befreien. Ich fordere Sie auf, sich von der Vergangenheit zu verabschieden und mit uns in die Zukunft aufzubrechen. Für das Wohl unseres geliebten Vaterlandes und seiner stolzen Tradition. Für das Wohl unserer Demokratie. Für das Wohl unserer Firma. Für das Wohl der Familie. Für das Wohl unserer Kinder. Für Mutterschutz. Für Apfelkuchen. Für Hundekinder und Babykatzen. Für alles, was uns lieb und teuer ist. Es gibt nur ein Wort, das all dies möglich macht. Ein Wort, das die ganze Welt zusammenhält. Und das Wort heißt Verkaufen. Ihr sollt euch auf die Socken machen und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ihr sollt eure verdammte Großmutter verkaufen. Eure Seele sollt ihr verkaufen. Verkaufen, verkaufen.